Es gibt wohl keinen Testbericht zum HTC One A9, der nicht das Offensichtliche statuiert. Die Ähnlichkeit zum iPhone. Ja, es stimmt. Und ja, es stimmt auch, dass Apple einige Designmerkmale von früheren HTC-Geräten übernommen hat. Ob das dreist ist oder nicht und wenn ja, von wem? Naja, sagt wenig über das Gerät als solches aus. Deswegen fragen wir, was kann das HTC One A9 außer aussehen wie? Das HTC One A9 besitzt ein 5 Zoll AMOLED-Display. Das ist farbintensiv, hat tolle Blickwinkel und ist angemessen hell, wenn auch nicht ganz so hell wie die aktuelle Genrespitze. Dank Full-HD-Auflösung ist es zudem so scharf, wie es sich für ein Gerät dieser Klasse gehört. Also Haken dran. Das One A9 besitzt zwar immer noch die relativ großen Ränder an der Seite und oben wie unten, die irgendwie HTC-typisch sind, beim A9 wirkt das Ganze aber auch homogener. Unten an der Front verbaut HTC einen Fingerabdrucksensor, der den Nutzer relativ gut und schnell identifiziert, aber nicht ganz so zuverlässig ist wie beispielsweise der aus den aktuellen Geräten von Huawei und Apple. Zudem ist der Button kein Druckknopf. Er kann zwar wie ein kapazitiver Homebutton verwendet werden, der doppelt sich aber mit dem Software-Homebutton. Das HTC-Logo an der Front finde ich überflüssig. Stattdessen hätte der Hersteller den Fingerabdrucksensor ruhig ein bisschen größer machen sollen. Und vielleicht sogar an einer ergonomisch sinnvolleren Stelle platzieren sollen. Zum Beispiel an der Seite wie beim Sony Xperia Z5 oder hinten wie bei den neuesten Nexus-Devices und Huawei-Geräten. Man muss ja nun auch nicht jedes iPhone-Muster kopieren. Schick ist das 2,5D-Glas an der Front, das sich an den Rändern leicht verjüngt. Das Glas schließt allerdings nicht so bündig mit dem seitlichen Metallrahmen ab, wie das beim iPhone der Fall ist. Die Buttons an der Seite sind leicht zu erfüllen, haben aber keine optimalen Druckpunkte. Hinten finden wir Plastikstreifen, die in das flache Alu-Unibody-Gehäuse eingelassen sind. Bei unserem Testmuster war die Verarbeitung hier nicht ganz sauber. Die Streifen konnten als leicht abstehend erfüllt werden. Das schlanke Gehäuse fühlt sich trotz der genannten Kritikpunkte wertig an. Dank der glatten Oberfläche fließt das Gerät auch nur so in die Hosentasche hinein oder aus ihr heraus. Hält man das Gerät in der Hand und wechselt man die Bildschirmorientierung, besteht aber immer die Gefahr, dass man das A9 fallen lässt. Wir empfehlen besondere Vorsicht oder zu einem Case zu greifen. Soweit ist das HTC One A9 ganz okay. Kommen wir aber nun zu einem großen Kritikpunkt, die ziemlich miserable Akkulaufzeit. Zwar schwankte die von Tag zu Tag etwas, an den meisten Tagen musste aber mindestens einmal nachgetankt werden. Und sowas nervt auf Dauer sehr, trotz der Schnellladefunktion und dem Doze-Modus von Android 6.0. Wo wir beim Thema sind. Als erstes Nicht-Nexus-Smartphone ist das HTC One A9 mit der neuesten Android-Version 6.0 Marshmallow ausgestattet. Das darüber gepfropfte HTC Sense UI in Version 7.0 ist dezent und visuell ansprechend. Bei den Schnelleinstellungskacheln setzt HTC jetzt sogar komplett auf Stock-Android. Die Leistung des Gerätes geht in Ordnung. Der verbaute Snapdragon 617 ist ein 8-Kern-Prozessor der Mittelklasse. Ihm stehen 16 GB Speicher zur Seite, per microSD erweiterbar. Der Arbeitsspeicher ist mit 2 GB ausreichend. Und nun zur Kamera. Die war beim diesjährigen Flaggschiff HTC One M9 noch ein Grund zur Beanstandung. Aber auch beim A9 ist diese nicht so gut wie erhofft, obwohl HTC hier nun endlich wieder einen optischen Bildstabilisator einsetzt. Der tut sein Werk zuverlässig, aber trotzdem ist die Bildqualität nicht immer optimal. Allgemein haben die Bilder eine zu starke Tendenz ins Blau-Violette und sind beim Heranzoomen relativ detailarm. Klar, bei gutem Licht und bewegungsarmen Motiven kann die Kamera trotzdem brillieren. Im Halbdunkel oder bei schnellen Motiven macht das Fotografieren mit dem One A9 aber nur noch wenig Spaß. Vor allem auch, weil die Kamera-App im Halbdunkel extrem lange braucht, um nach dem Druck auf den Auslöser das Foto zu schießen. Immerhin bietet das A9 die Möglichkeit, im Pro-Modus Werte wie Verschlusszeit und ISO manuell festzulegen und RAW-Fotos zu schießen. Aber wie gesagt, ein Kamerawunder ist auch das One A9 nicht. In dieser Hinsicht verliert HTC immer mehr den Anschluss gegenüber Samsung, Apple und LG. Im Fazit können wir dem HTC One A9 keine Kaufempfehlung aussprechen, auch wenn es sich um ein solides Mittelklassegerät handelt. Das liegt vor allem am Preis. So sind in fast allen Belangen bessere Geräte wie das Samsung Galaxy S6, das LG G4 und das OnePlus 2 schon deutlich günstiger zu haben als das A9 für aktuell mehr als 500 Euro. In der Leistungsmittelklasse gibt es bereits deutlich günstigere und insgesamt auch interessantere Geräte, beispielsweise das OnePlus X, das nur rund die Hälfte kostet. Käufer wird das One A9 trotzdem finden. Dafür wird schon das, naja, markante Design sorgen. Und in ein paar Monaten wird auch der Preis gefallen sein. Aber ist das eine nachhaltige Geschäftspraxis, HTC?